Das ist natürlich eine Wahnsinnsrundenzeit. 56,5. Ich glaube, eben war immer so 57,1, 57,2, so die Pole Positions. Also da müssen wir uns sagen, den Namen Tim Heinemann, den schreiben wir auf unserer internen Liste hier oben, die schreiben wir mal ganz, ganz weit nach oben. Meinst du, das wird der Erste sein, der einen Christopher Mies bügelt im Finale? Wir sind gespannt. Natürlich haben sich eben einige da schon sehr stark präsentiert, sei es der Moritz Kranz, sei es der Jaroslav Krijčac oder der André Böttcher. Start ist freigegeben, ich will das nicht überreden. Ging jetzt sehr, sehr schnell. Start ist freigegeben, du hast es richtig gesagt. Es geht jetzt ab unten in Richtung Mercedes Arena. Wir sehen den Audi R8 von Tim Heinemann deutlich vorne auch auf Platz 2. Ein Audi R8, der da im Moment Platz 2 belegt. Das ist der Kollege Schmerlenbach, das ist der Sebastian Schmalenbach. Da musste ich jetzt auch erstmal nach dem Namen gucken. Er sieht den Tim Heinemann vor sich, der da gerade im Bereich Mercedes Arena schon einen kleinen Fehler hatte. War da weit abseits der Ideallinie. Und da sehen wir einen Dreher, kleine Kollision da im Bereich Platz 10, 11, 12. Da hat es einen richtig rausgedreht. Mal gucken, wo finden wir da? Das ist hier der Kollege Konieczny, das ist Stefan Konieczny. Den hat es da gedreht, ist auf 22 zurückgefallen. Da hat er jetzt aber verdammt hart zu kämpfen. Wir werden das beobachten. Im Moment Platz 22 für Konieczny. Ob er dann noch die Chance hat, weiter nach vorne zu kommen in Richtung Platz 12. Denn das ist ja der Platz, der hier entscheidet, ob man ins Halbfinale kommt oder nicht. Wie sieht es vorne aus? Schmalenbach auf 2, hat 1,4 Sekunden Rückstand auf Heinemann, der sich da schon im Bereich Michael Schumacher weiß, deutlich abgesetzt hat. Heinemann, wie gesagt, Trainingsbestzeit mit 1,56,5. Das war eine bärenstarke Qualifying-Runde. Und der hat den Audi R8 anscheinend sehr, sehr gut im Griff. Sebastian Schmalenbach, der ist da im Moment ein bisschen unzufrieden. Er war da schon weit über den Curb gekommen. Anscheinend die Rückmeldung, die das Lenkrad da gibt über diesen Curb, war ein bisschen zu heftig für ihn. Hat da jetzt auch mal versucht, die View, also praktisch diese Sicht, die man dann hat, ein bisschen zu ändern, damit er da wieder ein bisschen sauberer rauskommt. Engi Kaschikan hat er sehr schön erwischt, sehr, sehr gut durchgekommen. Sieht im Rückspiegel den Ford GT des Drittplatzierten. Da müssen wir mal gerade gucken, wo haben wir den Drittplatzierten. Das ist der Kollege Wackerbauer, Thomas Wackerbauer, auf Platz 3 im Ford GT. Und er hat den Sebastian Schmalenbach relativ eng vor sich. Werden wir beobachten, wie es da weitergeht. Tim Heinemann sitzt auch ganz entspannt hier, hat das relativ locker im Griff. Aber wir haben es ja eben auch schon gehört von den anderen Kollegen, die so schnell unterwegs waren, die vorne weggefahren sind. Das ist zwar schön, wenn man einen freien Blick nach vorne hat, aber das ist dennoch genauso anstrengend, genauso schwierig, wie wenn man in den Zweikämpfen ist. Er darf sich keinen Fehler erlauben, weil für ihn ist es auch jetzt nicht unbedingt dieses Thema, das Rennen zu gewinnen oder ins Halbfinale zu kommen. Das schafft er locker. Nein, für ihn geht es auch weiter, sich auf diesen Simulator, auf diese Strecke einzustimmen, damit es dann nachher im Halbfinale und nachher dann im ganz großen Finale dann richtig zur Sache geht, dass er dann da intensiv vorne mit dabei sein kann. Wie sieht es aus im Bereich Platz 12? Müssen wir mal gucken gehen. Schmalenbach immer noch Zweiter und der Kollege Konieczny, der da eben diesen Rückfall auf Platz 22 hatte, schon auf 18 jetzt vorgefahren, hat die nächsten vor sich liegen. Also ich bin überzeugt, der hat das relativ gut im Griff, der kommt noch in die Gegend von Platz 12. Robert Krohn hat da ein bisschen hart zu kämpfen mit Thomas König, der da im Audi R8 vor ihm ist, im Bereich Mercedes Arena, nein, im Bereich NGK-Schikane geht es jetzt rüber. Ja, Spannung pur hier angesagt, 16 Minuten verbleibende Zeit und ich denke mal, der Lars ist bereit in Sachen Drive Club. Ja, du, ich bin da gerade mal rübergegangen, während das Rennen läuft, zum PlayStation Drive Club mit der Unterstützung von Mercedes-Benz und AMG Driving Performance. Und wir haben ja immer wieder darauf hingewiesen, dass man hier heute etwas gewinnen kann. Und zwar einen ganz tollen Preis. Der PlayStation Drive Club bietet einem von euch die Möglichkeit, rüber zu gehen ins Fahrerlager und dort mit einem Mercedes-Benz SLS AMG GT3, mit einem richtigen Rennfahrer und einem richtigen Rennfahrzeug mal auf dem Beifahrersitz
eine schnelle Taxifahrt zu machen. Knapp 150 von euch haben die Situation wahrgenommen, sind hier gewesen. Und diese 150, die habe ich jetzt namentlich bei der Romy. Romy, komm mal zu mir, du spielst quasi die Glücksfee hier vorne drin. Du hast geschüttelt, ich wuschel jetzt einfach mal durch. Darf ich dann ziehen? Nein, du ziehst. Ich halte fest, mach die Augen zu. Und wir müssen dazu sagen, wenn er namentlich aufgerufen wird, aber nicht mehr hier ist, verfällt dieser Preis und wir ziehen automatisch den nächsten. So. Es ist ein Robert. Ich würde entziffern Robert Jauch oder Lauch oder Lauk, geboren am 01.04.1981. Wenn der Robert hier ist, bitten wir ihn, zum Stand vom PlayStation Drive Club zu kommen. Wir warten jetzt einfach mal gepflegt auf den Robert Lauch oder Jauch. Kriegst du das hier rein? Also ich bin kein Legastheniker, nur ich kann das sehr schlecht lesen. Lutz Lauch Jauch vom 01.04.1981. Ich gebe mal kurz rüber mit der Frage an den Olli. Wie läuft's bei dir beim Rennen? Und sollte der Robert bis dahin nicht da sein, verfällt dieses Los und wir geben dem Nächsten die Chance. Bei mir läuft es ganz normal, ich habe ja nichts zu tun. Ein bisschen kritisch läuft es im Moment beim Tim Wendel. Der ist nämlich im Moment auf Platz 13 und hat den Rafael Chiveski direkt vor sich, greift jetzt an im Bereich NGK-Schikane. Er weiß genau, Platz 12, das ist der Platz, der entscheidend ist. Direkt hinter ihm aber auch der Kollege Valentini, das ist der Tom Valentini, der da auch, und jetzt hat er ihn da, oh, da hat er ihm aber böse eine gegeben. Jetzt hat der Tim Wendel, den 12. Platz zwar erreicht, aber war jetzt nicht ganz so sauber. Die Aktion, da wird der Mario Skolombek sich das auch gleich mal genau angucken, denn dieser Anschubser da in der Coca-Cola-Kurve, der war schon eine der härteren Art und Weise, aber wir haben hier keinen Kindergeburtstag, das ist hier schon Motorsport, das ist Sim-Racing pur. Da gibt es auch Berührungen und wenn die Berührung zu stark war, dann heißt das auch ganz klar, dann gibt es Probleme mit dem Auto. Olli, also, ja. Herr Robert ist nicht erschienen. Neues Los, neues Glück, das Prozedere kennen wir. Und ich darf dich nochmal bitten, verschwinde doch nicht immer nach hinten, Romy. Diesmal ziehe ich, vielleicht habe ich ein bisschen mehr Glück, so ein bisschen von unten. Ah, mein Alter, vom 29.10.1971. Gratulation, wenn er hier ist, geht an den Alem Koyan. Ich höre nirgendwo einen Jubelschrei. Alem Koyan vom 29.10.71. Olli, wie läuft's bei dir? Wir warten auf den Alem Koyan. Ja, wir hatten ja eben den Stefan Konjesny, der ja da in der ersten Kurve weit zurückgefallen war, bis auf 23. Jetzt ist er schon auf Platz 14, hat den Tom Valentini direkt vor sich, hat den Tim Wendel direkt vor sich. Also ich habe es eben gesagt, der kommt noch in Richtung Top 12. Der hat das im Griff, der weiß genau, wie er hier fahren muss, macht keine weiteren Fehler. Eben, das war auch kein Fehler, da ist er halt einfach abgeschossen worden. Er ist berührt worden im Bereich Mercedes Arena. Das ist Real-Life-Racing. Das passiert im normalen Motorsport genauso, dass man da einen leichten Stoß hinten drauf kommt und dann in der ersten Kurve umgedreht wird. Das ist dem Stefan Konjesny passiert. Jetzt ist er dran am Kollegen Wendel, an Kollegen Valentini und greift jetzt auch gleich in wenigen Augenblicken an. Coca-Cola-Kurve angesagt, geht jetzt da innen rein, aber Valentini macht zu, kann natürlich nicht überholen im Moment. Live onboard, natürlich oben auch auf der ganz linken Videoleinwand. Und jetzt starten Zielgerade. Kann er sich da im Windschatten ransaugen? Es ist die Frage, unten anbremsen der Mercedes Arena. Valentini macht zu, geht weit nach innen und Konjesny versucht es, gibt auch eine leichte Berührung. Ja, und dann verliert der Valentini das Auto ein bisschen, rutscht doch ein gutes Stück zurück und Konjesny wieder einen Platz gut gemacht. Platz 13 jetzt. Und ich denke mal, diese Berührung, die war absolut im grünen Bereich. Die war normal, da war nichts Schlimmes dabei. Tim Wendel im BMW Z4 von Schubert Motorsport oder Schubert Racing direkt vor ihm. Lars, bitte. Dritter und letzter Versuch. Die beiden sind nicht hier gewesen. Ich wuschel nochmal. Immerhin müssen wir ja eine Fahrt in einem Mercedes-Benz SLS AMG noch irgendwie unters Volk bekommen. Von dem 01.08.1986, Gratulation geht an den Philipp Decker. Philipp Decker, Baujahr 86, hätte eine Fahrt im Mercedes nachher gewonnen.
das bringt ja auch nichts, wenn du die Dinger ausfüllst und fährst dann nach Hause, ne? Philipp Decker, herzlichen Glückwunsch. Rüber zu dir, Olli. Ja, theoretisch herzlichen Glückwunsch. Tim Wendel auf Platz 12. Konieczny dicht hinter ihm. Er hat ihn im Rückspiegel. Man sieht den Audi A8. Oh, kommt da einer? Ja, Lars, bitte. Ja, ich hab den glücklichen Gewinner neben mir stehen. Philipp, du hast eine Fahrt in einem SLS gewonnen. Wie fühlst du dich in dem für dich jetzt sehr bewegenden Moment? Ja, es ist unbeschreiblich. Ist schon sehr geil, glaube ich. Du bist ein bisschen im Stress. Du hast mir gerade gesagt, du musst gleich. Fährst du drüben mit? Ja, da im Halbfinale. Alles klar. Toller Tag für dich. Wie gefällt es dir ansonsten hier auf der Simracing Expo? Denkst du, das hat Potenzial? Ja, auf jeden Fall. Mir gefällt es super und ich hoffe, es gibt es nächstes Jahr wieder. Bevor du ins Halbfinale gehst, die Mädels werden dich briefen, was zu tun ist, wann deine Fahrt stattfindet. Ich freue mich für dich. Lass dich mit den beiden alleine. Sind äußerst bezaubernde Wesen. Und ich gebe rüber zum Olli. Ja, vielen Dank und auch Glückwunsch von mir an den Philipp. Wenn er da gleich, ich denke mal, mit Bernd Schneider oder Maxi Bug eine Runde mitfahren darf, dann merkt er mal den Unterschied zwischen Simracing und Aston Racing. Hier geht es natürlich weiter, 9 Minuten 15 noch auf der Uhr im vierten und letzten Viertelfinale, welches hier im Moment stattfindet. Und der Kollege Tim Wendel, der ist immer noch hart am Kämpfen. Er sieht zwar den 11-platzierten Sebastian Roth knapp vor sich, hat aber von hinten auch den Druck vom Audi R8 LMS Ultra mit Stefan Konieczny, der vom Platz 22 sich mittlerweile bis auf 13 vorgefahren hat und in den verbleibenden knapp 9 Minuten sicherlich auch noch daran arbeiten wird, diesen entscheidenden, wichtigen 12. Platz hier erreichen zu können. Tim Wendel, hart unter Druck, da immer wieder auch den Blick in den Rückspiegel, der ja oben dann klein eingeblendet ist. Da ist natürlich schon einiges an, auch nicht nur physischer Arbeit zu leisten, wenn er das Lenkrad hier hin und her geht, sondern auch an psychischer Arbeit, die natürlich da sehr, sehr entscheidend ist. Jetzt hat er, da ist jetzt irgendwas passiert. Jetzt ist er nämlich der Team auf 10 vorgefahren, Konieczny. Ja, mittlerweile sogar schon 11. Der BMW Z4 in den Farben von Schubert Racing. Ja, und jetzt der Kollege, der Thomas Kreitschok. Du hast aufgegeben, was ist los? Ich habe keine Power. Ich gebe aufs Gas, aber es passiert nichts. Ja, das ist sehr ärgerlich. Motorschaden, nein, ich denke mal irgendwas mit der Pedalerie wahrscheinlich defekt. Ärgerlich, wo hast du gelegen bis dato? Auf Platz 7, dann habe ich nach und nach Plätze verloren, weil ich dann Leistung verloren habe. Ja, und jetzt bin ich raus. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Schade drum. Tut uns leid. Meine Regeln sind nun mal klar. Wer ein technisches Problem hat, hat leider die berühmte A-Punkt-Karte gezogen. Schade für dich. Du hast dich sehr gefreut auf dieses ganze Event. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt auch trotz dieser Enttäuschung war trotzdem ein toller Tag bis jetzt. Auf jeden Fall, aber ich hätte mich auch wirklich gefreut, ins Halbfinale einziehen zu können. Hast du noch Kumpels, Freunde dabei, die noch dabei sind, denen nachher die Daumen drückst dann im Halbfinale? Nee, leider alle raus. Okay, aber ihr bleibt trotzdem hier und guckt euch das bis zum Ende an. Mal gucken. Ja, schade drum, Thomas. Nicht traurig sein, kann passieren. Auch Sebastian Vettel hat in der Formel 1 im Moment auch eine scheiß Saison. Hat auch permanent technische Probleme. Kann leider passieren, gehört auch mit dazu. Ja, profitiert haben davon Stefan Konieczny, Tim Wendel, auch der Kollege Valentini, da muss ich schon mal gerade den Vornamen Tom Valentini raussuchen. Dann gucken wir nämlich jetzt mal, wer ist nämlich dann auf 13? Das ist nämlich dann der Philipp Schallenberg. Der ist jetzt im Moment auf 13. Da gucken wir mal den Rückstand. Da hat 5 Sekunden Rückstand auf Tom Valentini. Da muss er schon hart arbeiten dran, um das noch rauszukriegen. Gucken wir mal, was der Führende hier am heutigen Tag macht. Da gucken wir mal, der Tim Heinemann, der hat einen Vorsprung von 4,1 Sekunden auf Schmalenbach und dann weitere 4 Sekunden auf den Steffen Materna. Also der Tim Heinemann, der hat das auch hier, denke ich mal, relativ locker im Griff. Ja, es kristallisieren sich dann wirklich hier so die ersten Namen dann immer mehr raus. Heinemann aus Lauf 4, im Lauf 3 war es der Kollege Moritz Kranz, im Lauf 2, im Viertelfinale 2 war es Jaroslav Entschuldigung, und André Böttcher im ersten Viertelfinale. Das sind die Namen, die wir uns merken müssen. Aber wir haben es ja hier beim Thomas Kreitschok gesehen. Es kann auch sehr schnell, sehr kurzfristig zu Ende sein, wenn dann irgendwie die Technik nicht mehr mitspielt, die Elektronik. Ja, Bremse funktioniert anscheinend, ne? Aber Gas nicht. Ja, ist ärgerlich, sowas erleben zu müssen. Da kämpfst du dich durch, liegst auf einem sehr guten 7. Rang.
Okay, und das ist der Kampf um die letzte Position. Das wechselt pausenlos hier bei Start und Ziel zwischen 12 und 13. Beim, ja, meinst du nein? Nee, es war zwischen 11 und 12. 13, der ist 7 Sekunden zurück. Der Kollege Busche, der ist 7 Sekunden zurück. Das ist der Dirk Busche, relativ weit zurück schon. Den sehen wir auch da vorne dann. Der hat auch jetzt wieder einen Platz verloren gegen Schallenberg. Philipp Schallenberg, der jetzt 13. ist. Aber die Lücke nach vorne zu Platz 12, zu Tom Valentini, die ist dann doch relativ groß. Ich hatte es eben mehrfach angesprochen, der Kollege Stefan Konieschny, der gefällt mir besonders gut in diesem Rennen. Wie gesagt, ist relativ weit zurückgefallen in der ersten Kurve. Auf 23 war er jetzt schon wieder auf Platz 10 vorgefahren. Er hat das im Griff. Sehr gut im Griff hat das auch der Ronny Hänel, der im Moment auf Platz 3 liegt. Sein, ja, ich vermute mal Ford GT dürfte das sein. Auch relativ locker sieht das aus. Hier in Richtung NGK-Schikane bewegt. Die Bilder oben auf der Videoleinwand ganz links. Also, wenn man es nicht wüsste, dass es Simracing ist, da könnte man wirklich meinen, das sind Bilder von drüben, von der Grand Prix-Strecke, dass wir hier live ein Rennen haben. Das sind ja fast Fernsehbilder. Qualität absolut identisch, muss man sagen. Ganz, ganz tolle Bilder. Gut, was jetzt ein bisschen unrealistisch ist, dass auf der T13 Zuschauer sitzen. Da habe ich schon seit Jahren keinen mehr sitzen sehen. Muss ich leider so hart sagen. Denn die Fans, die stehen, wenn, unten im Bereich Mercedes Arena oder im Bereich Fortkurve, da wo die meiste Action ist. Auch NGK-Schikane bei den Zuschauern sehr beliebt. Aber ich denke mal, diese Simulation geht ja nicht darum, wo die Zuschauer stehen, sondern die Simulation, die ist dafür da, um hier tolle Racing-Action zu zeigen. Ja, und wir sehen wirklich hochkonzentrierte Teilnehmer, die stellenweise sogar mit Handschuhen am Lenkrad fahren. Auf dem 16. Rang aktuell liegend. Ach, da unten, ich gucke immer die falsche Richtung, der Holger. Holger Konopka, von dem wir sprechen. Ja, da hat jeder so seine eigenen Techniken, wie man rangeht. Wir sehen auch hier wieder, einige fahren auf Socken, haben die Turnschuhe ausgezogen. Andere, das sind meistens die Jüngeren, die noch sehr kleine Füße haben, die lassen die Turnschuhe an. Aber da hat jeder so sein Setup gefunden, sein persönliches, wie ich mich am wohlsten fühle hinter dem Volant und auf der Pedalerie. 2 Minuten 50 noch auf der rücklaufenden Uhr, die wir an jedem der einzelnen Simulatoren oben links in der Ecke sehen können. Heinemann, Schmalenbach, Hänel, das die ersten drei. Die Abstände zwischen diesen dreien relativ weit, auch wenn jetzt der Ronny Hänel hier diese Meldung bekommt. Off-Track-Warnung, da war er nämlich ein bisschen weit außen im Bereich Warsteiner Kurve. Jetzt, wo es dann hingeht, in Richtung NGK-Schikane, Reifenstapel, die da stehen. Innen über den Curb, links drüber, rechts drüber. Das Auto geht leicht quer. Man sieht dann dieses Korrigieren, Gegenlenken. Ja, wie im normalen, echten Motorsport auch. 2,14 Euro. Ich denke mal, 2 Runden bedeutet das, weil die Runde, die er jetzt angefangen hat, dann kommt er ungefähr rüber bei 15 Sekunden Restzeit. Was machen die Kämpfe um Platz 12, 13? Ja, das ist relativ ausgeglichen. Tom Valentini hält die 12. Position, liegt somit 2 Minuten vor Ende von diesem Viertelfinallauf. Auf der Position, wo er eine Position oder ein Finale weiterkommt, nämlich ins Halbfinale. Und er kann den Abstand auf den 13. Platzierten Philipp Schallenberg bei 6,5 Sekunden halten. Mit ein bisschen Konzentration sollte das vernünftig funktionieren, dass er auf dem 12. Rang ins Halbfinale einzieht. Damit kann er sagen, okay, Mission erfüllt, eine Runde weiter. Ja, und es ist ja dann auch so, nachher im Halbfinale wird es auch wieder ein Qualifying geben, 5 Minuten Qualifying. Das heißt, die Platzierung von jetzt ist relativ egal. Das heißt jetzt nicht so nach dem Motto, wer Erster im Viertelfinale war, der steht gleich auch in der ersten Reihe oder so. Nein, es wird ein neues, eigenes Qualifying geben fürs Halbfinale. Das heißt, im Moment geht es wirklich darum, zum einen reinzukommen in die Top 12, aber auch, Lars, ein bisschen auch sowas für Selbstvertrauen. Wer jetzt vorne dabei ist, der kommt gleich mit viel mehr Selbstvertrauen ins Halbfinale. So gerade weitergekommen, gibt dir natürlich weniger Selbstvertrauen, als wenn du dich mal eben so mit links, so sieht es zumindest aus, qualifiziert hast. Selbstvertrauen aufbauen, das macht im Moment Sebastian Schmalenbach. Platz 2 ist es zwar nur in Anführungszeichen hinter dem Heinemann,
Aber ich glaube, der Sebastian, der weiß auch genau, was er noch tun muss, um vielleicht nachher eventuell doch noch den ja, entscheidenden Kick zu machen. Und dann geht es ja im Halbfinale darum, da wo dann die 8 Besten dann weiterkommen ins Finale gegen die 8 Profi-Rennfahrer, die nachher hier erscheinen werden. Und das, denke ich mal, wird eine ganz heikle, ganz spannende Sache werden. Ja, der Tim Heinemann, der Gesamtführende, kommt 20 Sekunden vor Ablauf der Zeit. Auch hier sind es 20 Minuten Renndauer. Noch einmal über Start und Ziel. Ja, und geht der jetzt quasi in die letzte Runde hinein. Liegt jetzt hinter dem Simon Eses, den er überrundet, beziehungsweise der macht sogar richtig fair Platz im Bereich der Mercedes Arena. Und Tim Heinemann, jetzt Ausgang Mercedes Arena, quasi auf den alten Streckenteil am Grand Prix-Kurs wieder zurück. Für mich der Mann des Rennens, neben Tim Heinemann, der das Ding hier ja relativ sicher gewinnt, für mich der Mann des Rennens, das ist der Stefan Konieczny. In der ersten Kurve oder nach der ersten Kurve war er auf Platz 24, jetzt ist er auf Platz 9 vorgekommen. Gut, es gab da den Ausfall von Thomas Kreischok. Aber ja, er hat trotz allem 12 Leute oder 13 Leute überholt. Und das ist schon aller Ehren wert, was er da zeigt. Und da werden wir gleich auch mal vom Stefan hören, wie das war, so in dieser ersten Kurve, dieses Gefühl, auf 24 auf einmal zu liegen und dann doch noch sich ranzukämpfen und diese Plätze hier gut machen zu können. Sebastian Schmalenbach zum letzten Mal durch Michael Schumacher ist jetzt oben in Richtung RTL-Kurve, diese sehr, sehr schnelle Linkskurve, dritter Gang, geht dann innen leicht über den Curb, dann außen, der Curb wird nicht berührt, weil man muss ja wieder links rüber gehen, um die Warsteiner Kurve richtig zu erwischen. Warsteiner Kurve, die wohl wichtigste Kurve der Grand Prix-Strecke, weil da braucht man den Schwung für die NGK-Schikane. Ja, und der Führende, Tim Heinemann, bremst ein letztes Mal diese enge Links-Rechts-Variante der NGK-Schikane an. Nochmal raus auf die Curbs, rauf beschleunigen, in die letzte Ecke hinein, das ist die Coca-Cola-Kurve. Ja, und dann heißt es für ihn, Mission Viertelfinale, vernünftig abgeschlossen, rudert da noch so ein bisschen rum, geht weit raus auf Start und Ziel, zieht sich den Kopfhörer vom Kopf runter, der schwitzt noch nicht mal, der Tim Heinemann. Tim, ist es hart gewesen? Herzlichen Glückwunsch, du bist Erster. Ja, vielen Dank. Ich hatte zwar einen relativ großen Vorsprung, aber trotzdem, es ist immer sehr anstrengend, konzentriert zu bleiben und jede Kurve ideal zu treffen. Und obwohl du einen recht großen Vorsprung hast rausfahren können, 6,5 Sekunden, bist du bis zur letzten Kurve echt allerletzte Rille gefahren. Fährt man da nicht eher auf Sicherheit? Ja, ein bisschen Sicherheit war schon dabei, aber ich möchte für das Halbfinale und für das große Finale natürlich trainieren und so die ideale Kurvenlage finden. Wir drücken dir die Daumen. Vielen Dank. Olli? Ja, ich bleibe hier beim, wo ich sagte, Mann des Rennens für mich, beim Stefan Konieczny, der jetzt gerade drüber kommt. Stefan, hast es geschafft, 9. Platz. Nach der ersten Kurve warst du, glaube ich, 24. Da habe ich schon gesagt, oh je, das kann doch knicken, der kann doch aussteigen, aber du hast ein Wahnsinnsrennen gefahren. Ja, also recht anstrengend. Ich glaube, den Kollegen hier nebenan habe ich auch ein bisschen rabiat beiseite gedrückt. Aber an sich waren alle fair. Also ist beim Start natürlich immer das die Gefahr, dass man da mal in so ein Getümmel drin gelangt. Aber ich habe es ja noch ganz gut hinbekommen. Hast du selber noch damit gerechnet, als du da auf 24 warst, dass du noch so weit nach vorne fahren kannst? Nee, erstmal nicht. Ich wollte erstmal weiterfahren, gucken, wie schnell so der Rest ist, was man da noch so machen kann. Dann war ich irgendwo bei 14 und dann dachte ich mir, ja, das könnte doch noch ganz gut ausgehen. Die haben sich da auch ein bisschen selber in der Haare gehabt. Ein bisschen Hilfe war also auch dabei. Ja, aber tolle Leistung von dir, super Rennen gefahren, Glückwunsch. Ja, gleich Halbfinale, da geht's wieder richtig zur Sache. Ich hoffe doch, ja. Lars. Ja, du siehst mich nicht. Ich habe Platz genommen neben dem Sönke Brederlo, als Journalistenkollegen eben vorgestellt. Sönke, Rang 15. War der Z4 doch nicht die richtige Wahl? Ja, doch, ich denke schon. Aber ich bin am Anfang ein bisschen in Probleme gekommen, ein paar Zwischenfälle gehabt und dann konnte ich nicht mehr aufholen. Da war die Spitze schon weg. Du hast gerade was ganz Entscheidendes gesagt. Du hast den Kopfhörer vom Kopf gezogen, von den Ohren, hast einmal durchgeatmet und hast gesagt, puh, ist das anstrengend. Ja, es ist schon extrem anstrengend. Das ist, man steht die ganze Zeit unter Strom, man darf keinen Fehler machen. Und das ist schon eine Herausforderung. Okay, du bist dabei gewesen. Du bist leider nicht als 15. eine Runde weitergekommen. Aber ich denke, es hat dir hier auf dieser ersten SimRacing Expo trotzdem Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich komme nächstes Jahr wieder. Ha!
Das nehme ich für bare Münze. Danke für die Androhung. Ja, hier sind die Viertelfinalläufe vorbei. Heißt, wir nähern uns den Halbfinalläufen. Und Olli, Halbfinalläufe heißt da jetzt auch, jetzt habe ich nicht mehr so viel Kanonenfutter rechts und links nebendran sitzen. Das wird schon ein bisschen schwieriger für die Teilnehmer. Ja, ich denke, weil wir konnten jetzt schon sehen, dass da einige der Jungs das richtig drauf haben. Und zum einen geht es jetzt darum, es sind nur noch die ersten 8, die weiterkommen. Das heißt, noch ein bisschen härter die Competition. Das heißt, es fallen bei jedem Rennen 16 raus. Puh, die müssen schon kämpfen. Und wir haben gesehen, die jetzt auf 12 gekommen sind, die reingekommen sind, die waren ja schon verdammt gut. Und dann nachher dann nochmal 16 Autos hinter sich oder 16 Kollegen hinter sich zu lassen, die haben hart zu kämpfen. Wir haben es am Gewinner gerade gehört. Man fährt nicht auf Sicherheit, man fährt nicht nur, um weiterzukommen, sondern man will diese geringe Trainingszeit hier noch nutzen. Mit dem Wissen, man ist weiter, aber trotzdem auf der letzten Rille fahrend, um noch zu trainieren fürs Halbfinale und eventuell fürs große Finale. Wir schauen gleich mal in den Zeitplan, wie, wann und womit es weitergeht. Und lasst euch, lasst Ihnen gesagt sein, drumherum könnt ihr das machen, was hier im Wettbewerb stattfindet. Einfach die Jungs an den Simulatoren ansprechen, ein bisschen warten, kostenlos einsteigen und Spaß haben.